Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Minecraft. Nee, ich habe nicht weitergespielt und Ewigkeiten hier dran gebaut. Das ist mein privater Spielstand. Ne? Bin ich ja mal ganz ehrlich. Ich baue hier schon seit Ewigkeiten eine Burg. Sieht noch nicht ganz so danach aus. Ja, wie gesagt, ich bin noch so dabei. Um das mal leicht zu sagen. Hier mein kleiner Stall, der gut gefüllt ist. Also wirklich gut gefüllt ist. Sollte ich mal irgendwann ausdünnen. Meine Tochter sagte schon zu mir, Hühnerfarm und Kuhfarm und ja, kann man alles machen. Naja, aber nee. Erstmal noch nicht. Hier noch meine paar Sachen, die ich so aus den Minen geholt habe. Jede Menge Steine. Meine Lebensmittel. Es gibt Kuchen. Schlafräume. Und da bastel ich eigentlich schon seit, na, immer mal wieder seit einem halben Jahr dran rum, das so ein bisschen fertig zu machen. Mit Gängen, mit Geheimgängen und allen drum und dran. Und wenn ich mal wieder ein bisschen weiterkomme, hier wollte ich mir eigentlich einen schicken Brunnen hinbauen. Dann muss ich auch nochmal weiterbauen. Hier geht's zu meiner Mine. Da muss ich auch nochmal so ein prachtvolles Haus hinsetzen. Hier ist meine Kirche bzw. Bücherei. Hab ich das getauft? Ne? Hier kann ich zaubern. Ja, Ausgänge sind alles noch nicht so fertig und Eingänge auch noch nicht. Und ne, also ist viel zu tun. Ist wirklich viel zu tun. Hier, aber immer wenn ich da mal Zeit habe, bastel ich hier dran und ja, meine kleinen Hühnchen. Die Tiere, das Schwein ist zu cool. Als ich angefangen habe, hier die Burg drumherum zu bauen, war das Schwein schon da. Da ich noch keine Karotten gefunden habe, wird das Schwein auch immer noch da sein, wenn ich mal irgendwann nicht mehr da bin. Also, ne, das Schwein bleibt, das ist mir völlig Banane. Das wird beschützt. Und ich habe hier auch immer wieder regelmäßig Besuch. So, alle 10, 20 Nächte von Pillager, die versuchen, mich hier verrückt zu machen. Da habe ich einmal einen verzauberten Bogen dagegen, ein wunderschönes Diamantschwert, ne, um die zu bekämpfen. Das Lustigste ist, zuletzt hatte ich hier Skelette auf Pferdeskelette. So drei, vier Stück. Mit Bogen natürlich. War lustig, die zu bekämpfen, weil da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Also so gar nicht. Meine Tochter sagte mir auch schon, ja, man kann hier, ne, zwischen den Wassergräben vier Felder Platz lassen. Wusste ich nicht. Ich habe jetzt zwei. Ich fühle mich aber auch okay. Ja, und alles halt noch leider so ein bisschen im Bau. Aber wenn ich mal wieder so ein kleines Teilstück fertig habe, kann ich euch das ja mal zeigen. Dann können wir ja eigentlich mal in mein Zonnelsystem gehen. Die Tore habe ich eigentlich nur, damit hier keine Tiere reinlaufen. Das ist so die erste Etage, die ich so ein bisschen ausgebaut habe. Genau, da ist auch wieder eine Höhle. Also da habe ich fleißig dran rumgebuddelt, um überhaupt Steine für meine Burg zu haben. Hier ist auch wieder eine Höhle.
Und hier hatte ich mich dann runtergegraben. Die Tiere sind ganz schön laut. So. Ja, hier sind mir die Steine ausgegangen. Hier hatte ich auch ein paar Probleme. Da hat mich so ein Enderman immer wieder besucht. Also alles so ein bisschen halbfertig, aber noch nicht komplett. Wie gesagt, da bin ich noch dabei. Noch eine Höhle. Geht aber noch tiefer. Keine Angst. Das geht noch tiefer. Manchmal habe ich auch einfach nur Bock und Bock auf Mine. Und dann buddel ich in der Mine stundenlang. Ich habe mir extra schon Schilder hingemacht, damit ich weiß, wo ich hinrenne. Weil mein Tunnelsystem ist doch schon recht kompliziert geworden. Ne? Also ewig lange Gänge. Irgendwo muss hier eine Höhle sein. Ewig lange Gänge mit Tunneln überall lang und Lava überall. Da oben ist sogar noch Eisen. Hier gar nicht abgebaut. Hier Lava, da Lava. Jede Menge Diamanten hatte ich schon gefunden. Aber noch keine Mine. Also keine schon entstandene Mine. Die habe ich noch nicht gefunden. Aber dafür müsste ich, glaube ich, auch einfach ein bisschen höher buddeln. Ja, hier ist auch irgendwie was. Stimmt, war ich hier nicht letztens erst? Man hatte mich komplett verlaufen. Kann hinkommen. Kann hinkommen. Da ist sogar noch Gold. Ja, das passiert mir jetzt auch häufig, dass ich nicht mehr weiß, wo ich war. Und dann. Deswegen habe ich schon Schilder gemacht. Nö. Damit ich irgendwann auch mal wieder zurückfinde. So. Gewissermaßen. Ja, hier ist Ende. Da ist auch irgendwo wieder so ein Zombie in der Nähe da. Also einfach mal, um zu zeigen, wie weit ich da bin. Die nächste Folge handelt dann auf jeden Fall wieder oder geht im Dorf weiter. Ich habe da ja endlich mal ein Dorf gefunden. Hihi. Hier habe ich einfach nur irgendwann eine freie Fläche gesucht und habe dann da angefangen, meine Burg zu bauen. Und damit ich auch Tag und Nacht arbeiten kann, alles ausgeleuchtet und gemacht und getan. Und dann hatte ich irgendwann Besuch von Phantomen. Das fand ich natürlich auch toll. Ne? Phantome sind was Tolles. Wenn man sie nicht gerade hat. Ne? Bist den ganzen Tag dabei, dich da zu ärgern wegen dem Phantom. Und nicht allzu toll. Ach, hier war ich auch schon. Okay. Gut. Kann ich auch wieder runter. Ich dachte, da wäre ich noch nicht gewesen. Ja. Aber dann wisst ihr mal, wie weit ich privat bin. Allerdings, ich stecke da in Minecraft immer noch in den Anfangsschuhen und meine Tochter, die baut da Farmen hin und baut dies hin und baut jenes hin, wo ich dann immer bloß wieder staune, was sie da alles macht, was ich alles noch nicht kann, ne? Aber die spielen auch Minecraft, um zum Enderdrachen zu kommen. So bin ich ja eher nicht. Ich spiele eher Minecraft, weil mir das Spaß macht, hier irgendwelche Gebäude hinzubauen. Ja, ich ist auch noch Eisen.
Das macht mir eher Spaß. Wie gesagt, ich habe die Burg angefangen. Dann hatte ich irgendwann mal ein Stadion angefangen zu bauen. Das kann ich auch mal wieder machen, wenn die Burg fertig ist irgendwann. Den könnt ihr ja. Also ich würde sagen, hier hinter ist ein Zombie. Könnt ihr mal gerne entscheiden, welchen Spielstand ich weiterspielen soll oder ob ich abwechselnd beide zeigen soll. Ja, hier wird schon immer ganz schön gegrummelt. Oder ist hier oben drüber eine Höhle? Ich habe Eisen gefunden. Ja, ist ja gut. Mach mal nicht so ins Herz. Kriegst mich doch eh nicht, Alter. Also irgendwo sind die hier. Das eben auch noch mal mitnehmen. Oder sind die jetzt hier drüber? Nee, hier wird es lauter. Irgendwo hier sind die. Egal. Kein Bock drauf. So. Ne, dann wisst ihr, wie weit ich privat bin. Könnt ihr ja gerne entscheiden, welchen Spielstand ich weiter spielen soll, ob ich hier weiter meine Burg bauen soll und euch das immer zeigen soll. Oder ob wir in dem anderen was machen wollen. Weil ich hätte auch natürlich Bock, die Burg weiter zu bauen. Immer wieder so ein, was würde mein Arbeitskollege sagen, Stückle für Stückle. Der kommt aus dem Süden, von daher, ne, der spricht ein bisschen anders. Finde ich aber zu süß, wie er das immer sagt. Stückle für Stückle. Also, der ist auch waschecht, ne? Da kannst du auch nichts gegen machen. So, ne? Kurze Folge heute, aber könnt ihr entscheiden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bedankt mich bei euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Lasst euch nicht ärgern. Bis dahin. Ciao, ciao.